Seid gegrüßt, Ladies und Gentlemen, zu einem kleinen weiteren speziellen Video auf Dark Schnegge Reviews. Heute gibt es ein kleines Künstler-Special zu den Power Rangers. Ihr könnt euch erinnern, dass ich von den Boom Studios diese genialen Comichefte vorgestellt habe, die ich hoffentlich euch auch weiter ans Herz gebracht habe. Und ich hoffe, dass ihr die auch ein bisschen gelesen habt. Die sind nämlich super, super genial. Was daran jetzt so ganz speziell ist, kann ich euch heute in diesem Video verraten, denn es gibt einen Comic-Künstler hier aus Deutschland, der tatsächlich für die Boom Studios und für die Power Rangers Reihe ein paar Geschichten gezeichnet hat. Das ist der gute Jonas Scharf. Jonas Scharf aus Deutschland, ein deutscher Comic-Künstler, ist bei den Power Rangers mit dabei, was ich wirklich ganz, ganz toll finde. Jonas Scharf, ihr müsst ihn unbedingt mal auschecken. Ein paar Ausgaben hat er schon gemacht. Er hat richtig, richtig gute Zeichnungen am Start und ich finde seinen Zeichenstil wirklich sehr, sehr toll. Jonas ist wirklich ein toller Comic-Künstler und ich bin nach wie vor sehr froh, dass wir ihn jetzt an Bord der Power Rangers haben. Ja, wenn ihr Jonas Scharf nicht kennen solltet, dann checkt unter anderem mal ein paar Reihen aus, wo er mitgemacht hat. Vielleicht ganz interessant für euch. Unter anderem haben wir hier Warlords of Appalachia, wo er einige Ausgaben schon halt gezeichnet hat. Das sieht sehr, sehr stark aus und auch wirklich sehr interessant. Er hat für War for the Planet of the Apes was gezeichnet. Wusste ich gar nicht. Da muss ich echt mal wieder nachchecken und mir vielleicht mal das ein oder andere Exemplar da zukommen lassen. Ich möchte das auf jeden Fall selber einmal lesen. Ja, und für dieses kleine Künstler-Special habe ich sogar noch was Besonderes für euch, denn ich habe ein kleines Interview mit dem guten Jonas für euch vorbereitet und da schauen wir jetzt mal genauer rein. Der Felix aus dem Forum möchte wissen, wie kommt man dazu, überhaupt Power Rangers zu zeichnen, wenn man aus Deutschland stammt? Wie kommt man überhaupt hin zu Boom Studios? Also es hat damit angefangen, dass ich wegen Warlords gefragt wurde. Mhm. Bin ich im Internet auf DeviantArt tatsächlich, bin ich angeschrieben worden von einem Redakteur da. So bin ich dann zu Boom gekommen und habe jetzt seitdem für die Warlords gemacht, danach War for the Planet of the Apes und danach bin ich von der Redakteurin gefragt worden, halt per E-Mail, ob ich Bock hätte, vier Hefte halt Power Rangers zu machen. Und dann, ich war erst ein bisschen skeptisch, weil ich auch keine Ahnung hatte. Das wäre die nächste Frage gewesen, das stimmt ja. Nee, also ich habe es schon so mitbekommen in den 90ern, dass das irgendwie was war, was halt die Leute gut finden, aber es war nie so mein Ding eigentlich. Deswegen war ich erst ein bisschen skeptisch, aber ich hab dann schon ja gesagt. Hast du dich dann in die Materie nochmal reinlesen oder reinschauen müssen? Oder wie bist du dann die Rangers rangetreten? Das Skript, also ich hab die ganzen Hefte haben sie mir zugeschickt natürlich. Und ich habe das Skript gelesen für die Hefte, die ich zeichnen sollte dann. Und dann dachte ich mir eigentlich, ja, das. Also ich hab natürlich nachgeschaut, wie die Leute alle aussehen, wie ich sie zeichnen muss. Hab dann auch versucht, ein bisschen mein eigenes Ding zu machen, was dir auch gelungen ist, finde ich. Okay. Ich weiß nicht, manche, glaube ich, waren andere Meinung, aber okay, gut. Ja, das freut mich. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass man die Rangers endlich ein bisschen ernster nimmt und die Comicserie nicht komplett jetzt auf Kinder getrimmt ist, wie so ein Kindermagazin, sage ich mal. Ja, das war wirklich so der entscheidende Faktor. Ich habe das Skript gelesen von Kyle und habe gesehen, dass das okay. Das hat so mit dem so ein bisschen übertriebenen, mit dem Bild, was ich aus den 90ern hatte von Power Rangers, hatte das nicht mehr so viel zu tun eigentlich. Und war gut geschrieben und mir haben die Charaktere gut gefallen und wusste ich, das will ich machen. Und natürlich habe ich dann ein bisschen im Internet recherchiert, halt Bilder gesucht und alles. Okay. Und, ja. Die letzte Frage wäre von der Stefanie und die Stefanie möchte wissen, ob du weißt, ob Shattered Grid überhaupt nach Deutschland kommt. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, welche Hefte momentan bisher in Band 3 Pink war der letzte auf Panini. In Heften? Wie viel? Boah, ich glaube, dann sind wir bei, gute Frage, ich glaube 12, Issue 12 oder, obwohl ich weiß nicht, ob es eine Miniserie war. Ich glaube, Pink war, glaube ich, nochmal eine Extra-Serie. Aber ich glaube, offiziell, glaube ich, bis Issue 6. Okay, bringen die Go-Go auch hier raus? Okay. Nee, ich weiß es tatsächlich nicht. Also, wir sind jetzt bei
26 oder 27 oder so sind wir jetzt mittlerweile. Ja. Also ich glaube, die Sammelbände in Amerika sind jetzt auch erst irgendwie bei Volume 3. Ich weiß gerade nicht sicher, sorry. Ich muss mich hier mal fürs Kinderhospiz, fällt mir der Name natürlich auch gerade nicht ein. Schönen Gruß, Felix, der macht nämlich den Stand. Dankeschön. Jo, danke. Tja, und an dieser Stelle danke an Jonas Schaar für dieses kleine Interview. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass das nicht ich war in dem Video, das war eine andere Stimme. Das war der gute Marc vom Euronerd. An dieser Stelle auch nochmal Dankeschön an Marc, dass er dieses kleine Interview geführt hat. Auf jeden Fall sehr interessant, oder? Wie der gute Jonas halt zu den Rangers gekommen ist. Ich hoffe, dass er noch ein paar Ausgaben mehr zeichnet, weil er hat das schon echt drauf, muss ich sagen. Und jetzt habe ich noch ein kleines Schmankerl für euch, denn ihr habt gesehen, dass der Jonas in dem Video, in dem Interview, ein kleines Bild eines Power Rangers gezeichnet hat. Das könnt ihr jetzt gewinnen. Ja, das könnt ihr jetzt gewinnen. Allerdings gibt es einen kleinen Haken. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müsstet ihr dann natürlich auch auf die Comic-Con Stuttgart kommen, zu den Power Rangers Germany, denn da könnt ihr euch das Bild dann abholen. Geht ihr also nicht nach Stuttgart auf die Comic-Con, habt ihr leider auch nicht die Möglichkeit, das Bild zu gewinnen. Ihr müsst uns schon besuchen, ihr müsst die Rangers besuchen, ansonsten habt ihr da keine Chance. Was ihr dafür tun müsst, ganz einfach, schreibt einen Kommentar hier unten drunter, wie euch das Video gefallen hat, was ihr vom Jonas haltet oder ob ihr vielleicht sogar vom Jonas schon was gelesen habt. Und dahinter packt ihr einfach den Hashtag Power Rangers. Mehr müsst ihr nicht machen und ich werde das Ganze dann halt auslosen und kurz bevor die Comic-Con startet, werde ich das Ganze hier in einem kleinen Video dann noch bekannt geben, wer hier der Gewinner ist. Also mitmachen für alle, die zur Comic-Con nach Stuttgart kommen. Viel, viel Glück und viel Spaß natürlich. Und ich würde sagen, ansonsten sehen wir uns dann auch auf der Comic-Con Stuttgart. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Danke wie immer, liebe Leute, fürs Zuschauen. Macht's gut, bis denn dann. Und nicht vergessen, Go, go, Power Rangers!